jetzt verstecken, um zu sagen, ja, die Landesregierung hat das so entschieden, ihr müsst leider zahlen und sie müssen sich auch keinen Kopf mehr machen, ob genug Geld in der Gemeindekasse drin ist. Die sagen aber, ach, der Bürger zahlt, das ist vollkommen egal, wie viel es kostet. Der Bürger zahlt es ja, man kann schöner wohnen auf Kosten der Anwohner machen. Eine riesen Sauerei, sage ich. Die Dame von der Stadtkämmerei hat uns gesagt, als wir uns beschwert haben über diese Riesensumme, hat sie gesagt, sie können ja verkaufen, aber sie haben ja die Möglichkeit aufzustocken. Ich bin eine frühe Anlegerin, also aus den Anfang 70er Jahren, also 1971, 72, durfte dieses Grundstück nur kaufen, wenn ich die ganze Zuwegung alleine bezahle und auch die Kanaleinrichtung.